Am heutigen Tag der Arbeit stand auch die Region wieder ganz im Zeichen der traditionellen Maikundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Vor dem Hintergrund zahlreicher laufender Arbeitskämpfe hatte der den Tag bundesweit unter das Motto »Die Zukunft der Arbeit gestalten, wir« gestellt. Und wir haben uns heute in Tübingen umgesehen. Hauptredner war dort Professor Wolfgang Däubler, gewerkschaftlicher Gutachter zu dem von der Bundesregierung aktuell geplanten Tarifeinheitsgesetz. Er warf der Politik Demokratieabbau vor. Rund 200 Menschen trotzten heute, am international begangenen Tag der Arbeit, dem Dauerregen und den kühlen Temperaturen. Die vom DGB-Kreisverband Tübingen initiierte Veranstaltung begann mit einem Demozug vom Europaplatz zum Marktplatz. Vielfältig waren die Themen, die die teilnehmenden Menschen, Parteien und Organisationen bewegten. Und die von der KPD zur Linken über die SPD bis hin zu Vertretern der Grünen reichten. International der Tag also, und so richtete sich der Blick auch nach außen. Deshalb grüßen wir vom Tübinger Marktplatz aus unsere Kolleginnen und Kollegen auf den Demonstrationen in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Italien, in der Türkei und selbstverständlich weltweit, überall, wo es heute um soziale und demokratische Rechte geht, der abhängig Beschäftigten. Die linke Bundestagsabgeordnete Heike Hensel ließ gar per SMS live von einem Solidaritätsaufenthalt aus Griechenland ins verregnete Tübingen grüßen. Dann aber ging es um deutsche Themen, Hartz IV, Geringverdiener und Kritik am Mindestlohn. Es ist schlicht abenteuerlich, wenn nun auch Ministerpräsident Kretschmann einstimmt und sich zum Anwalt der Mindestlohnbetrüger macht und Verständnis dafür äußert, dass kleine Unternehmer angeblich mit der Erfassung der Arbeitszeit überfordert sind. Wenig Verständnis also für die Proteste, unter anderem von Obstbauern, Landwirten, IHKs und seit gestern von Hoteliers und dem Gastgewerbe. Sie alle haben sich über die aufwendige Dokumentationspflicht beschwert. Alle, die jetzt den Mindestlohn als Bürokratiemonster diffamieren, wollen sich nur durch Betrügereien um die Bezahlung von mindestens 8,50 brutto herumdrücken. Um ein besseres Einkommen geht es derzeit auch Ihnen. Erzieherinnen und Erzieher befinden sich mitten im Arbeitskampf. Überraschendes Verständnis dann von einem, der später dann mit höheren Kosten klarkommen muss. Ich glaube, dass wir hier an einer strukturellen Wende sind, dass wir eben nicht mehr einfach nur Kinder von 8 bis 12 Uhr in Kindergärten einigermaßen sicher betreuen, sondern dass da ein Bildungsauftrag entstanden ist, der den Erzieherinnen und Erziehern sehr viel mehr abverlangt, als das früher der Fall war. Er plädiere für die GEW-geforderte Höhergruppierung bei der Entlohnung, was Tübingen rund 4 Millionen koste. Deshalb müsse das Ganze schrittweise erfolgen, Weiterqualifizierung immer vorausgesetzt. Wenig Verständnis dann von Palmer aber für den Dauerstreik der GDL-Lokführer. Sie können sich sicher denken, dass ich als regelmäßiger Nutzer der Bahn etwas davon genervt bin, dass jetzt der 8. Streik beginnt, ohne dass ich so richtig verstanden habe, worüber eigentlich gestritten wird. Das kann auch an mir liegen, aber ich habe nicht sehr viel Verständnis dafür, wenn ein Streik anscheinend vor allem ein Streit zwischen zwei Gewerkschaften ist und weniger darum geht, etwas für Beschäftigte zu erreichen. Denn die Lokführergewerkschaft GDL und ihr Vorsitzender Wieselski wollen vor allem zukünftig alle im Zug arbeitenden Berufe gegen die Bahn vertreten. Auch der DGB hat das kritisiert, anders dann aber der Hauptredner. Viele Mitbürger sind auch nicht daran gewöhnt, dass mal ein Zug ausfällt. So langsam entsteht aber das Bewusstsein, dass das Streikrecht ein Bürgerrecht ist. Däubler sieht in den Attacken auf GDL-Chef Wieselski als Bösewicht eine Inszenierung, die den schleichenden Abbau demokratischer Rechte verschleiern soll. Gleichzeitig versucht der Gesetzgeber, der GDL die Gewerkschaftsrechte zu nehmen. Der Gesetzentwurf der Großen Koalition über die Tarifeinheit lässt nur noch den Tarifvertrag gelten, den die Gewerkschaft mit der größeren Mitgliederzahl im Betrieb abgeschlossen hat. Tarifmanipulationen drohten hier, wie auch bei den geplanten TTIP-CETA-Freihandelsverträgen. Etablierten schleichend undemokratische Nebenstrukturen, bei denen am Ende Staaten und ihre Bürger übermächtigen wirtschaftlichen Konzerninteressen hilflos gegenüberstünden. Generell gelte, jeder Einzelne müsse an den Wohlstandszuwächsen der Konzerne angemessen beteiligt werden.